Wieso ziehen so viele Leute aus? Sterben sie etwa ab? Ich denke, die Senioren, aber so viele Senioren konnten doch nicht. Nein, sind auch voll viele Erwachsene. Puff! Da ist ein Loch! Zeigt das Verhältnis der Gebietstypen in der Stadt. Loch! Loch! Yo! Ich liebe es. So. Weg, weg. Los, Leute, zieht ein. Oh, hier sind auch so viele Tote. Ich denke, das sind einfach die Leute, die hier abgefrackt sind. Abgefrackt! Abgeswaggt! Sind einfach nur abgeswaggt und deswegen sind hier auch so viele Leichen. Ja. So. Weg, weg, weg. Weg, weg. Komm, geh weg. Ja. Wo gibt's denn da Krematorien? Gibt's gar keine. Okay, da müssen wir ein paar Krematorien hin. Und zwar hier unten. So, so. Hier gibt's noch ein bisschen Platz. Da klatscht auch Krematorien hin. Nein! Jetzt habe ich die Leitung kaputt gemacht. Aber hat es jetzt keinen Strom? Es muss Strom haben. Aus Satzstrom. Okay, die Wasseraufbereitungsanlagen haben immer noch Strom. Okay, sind die sofort alle in Verwendung? Ja, alle sind sofort in Verwendung. Alle, oh, ich will mal so einen Leichenwagen betrachten. Leichenwagen. Hol Verstorbenen ab von neues Kaufzentrum. Ey, hol Verstorbenen ab. Neues Kaufzentrum. Ja, von neues Kaufzentrum. Okay. Ah, habe ich neues Kreuzwerk gebaut? Nee, habe ich nicht. Hier wollen... Ey, könnt ihr es glauben? Ich bin im Minus. Wieso? Ich verstehe es nicht. Wieso sind so viele Leute jetzt ausgezogen? Könnt ihr es mir erklären irgendwie? Ich verstehe das einfach nicht. Wieso sind so viele Leute ausgezogen? Ich bin jetzt im Minus. Wieso? Haben jetzt da keine Arbeitsplätze? Oder was ist los? Ich denke, es sind einfach die ganzen vielen Leichen, die die Leute stören. Hier stehe. Was sagt denn Twitter? So, was sagt Twitter? Danke für einen neuen tollen Urlaub. Ja, ja. Was für eine tolle Stadt. Ja, ja. Gute Entscheidung, Bürgermeister. Wer außer uns würde schon die Ölreserven unserer Stadt nutzen? Ja, 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 ja. Ich bin so traurig, dass unsere Stadt mit diesen hässlichen Ölpumpen verschandelt werden muss. Gibt es nicht schon genügend Öl in wo immer das auch herkommt? No thanks. Danke für einen tollen Urlaub. Blablabla. Was für eine tolle Stadt. Mhm. Gute Entscheidung. Schon wieder ein Stromausfall. Wenn es keinen Strom gibt, kann ich nicht mal die Stromwerke anrufen oder ihnen eine E-Mail schicken. Ich habe noch nie richtig darüber nachgedacht, wie viel Müll ich in 2 Wochen ansammeln kann. Ja, 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 ja. Was, wo sind alle hingegangen? Überall verlassene Gebäude. Ja, denke ich auch. Gute Entscheidung, Bürgermeister. Wenn ich sie anrufen würde, was steht da? Wen soll ich anrufen, wenn jemand kommt, um die Toten abzuholen? Ja, das ist das Problem. Herzlichen Glückwunsch an uns alle, RC Bürgermeister. Ich freue mich, bekannt zu geben zu können, dass unsere schöne Stadt den Preis attraktivste Stadt gewonnen hat. Yay! Gute Entscheidung, Bürgermeister. Yay! Attraktivste Stadt mit voll vielen Toten und voll vielen verlassenen Gebäuden. Yay! Ja. So. Also auf jeden Fall muss... Oh. Oh. Zum Glück sind da sofort 4 Feuerwehrwagen da. Löscht Feuer, okay. Das Gebäude sieht aber nicht so toll aus. Oh. Oh. Bahnhof. Ah, oh, er wird langsam wieder gut. Oh, ich habe schon gedacht, er bleibt wohl immer so braun und hässlich. So, auf jeden Fall, hier müssen Sachen gebaut werden. Und zwar solche Sachen hier. Hier, seht ihr das? So eine Freiheitsstatue, so BAM, BAM. Aber die wollte ich hier auf die Insel eigentlich hier so bauen. So, ihr wisst doch, so Liberty City, das ist klar. Ja, ja, oh, oh, oh. Ah, da gibt es keine Freizeitmöglichkeiten. Oh, oh, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Hier muss so eine Freizeitmöglichkeit sein. Tralala. Ja. Oh, ich habe ein paar Gebäude abgerissen. Noch weniger Leute. Oh, da kommen die Leute langsam wieder zurück. Hallo. So, hier müssen auf jeden Fall neue Gebiete sein. Da ist ein bisschen... Boah, ein Park bringt gar nichts. Oder kaum was. So, jetzt aber. Jetzt sollte es genug geben. Zufriedenheit. Trotzdem, nee, doch. Da werden sie langsam blau. Das gefällt mir noch.
Ja, das sollte ausreichen, das steigt sofort ihr Level. Ja, das gefällt mir doch. Okay. Oh, da fahren schon recht viele Autos. Aber hier will irgendwie niemand einziehen. Ich verstehe das nicht. Wieso? Was gefällt Ihnen hier nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht sollte ich ja auch so Gebiete ausweisen, so Wohngebiete und so weiter. Vielleicht wird einfach ein District Field. Da oben. Ich denke, bis hier mache ich den Dingens District. District 3 bis hier, ja, District 3, aber nee, ich muss hier den Öl-District ausbauen, ganz wichtig. Ich muss auf jeden Fall District 9 hin. So, District 9 kommt hier hin. So, District 9, komm her. Underrot-Höhen, nü. Eigentlich sollte District 5 kleiner sein. Nee, ich denke, ich baue District 5 nur bis hier. Komm. Ja. So. District 5, verkleiner dich. An Underrot-Höhen, beziehungsweise District 9, vergrößer dich. District 9, so. Okay, Richtlinien. Sofort Recycling. Und was mache ich noch? Stadtplanung. Kleinunternehmen, Enthusiast, Hightech-Wohnhäuser, Hochhausverbot, Industrieflächen, Großunternehmen, Wohltäter, Industrieflächenplanung, Hochhausverbot, Hightech-Wohnhäuser. Okay. Kohle habe ich ja ein bisschen so. Soll ich District 9 schlau machen? Hightech. Keine Ahnung. Da will einfach niemand einziehen. Das ist das Problem. Ich habe null Bedarf. Null. Einfach eine große Null. Kennt ihr sowas? Big Null. Eine Big Null und das war's. Das war's einfach. Eine Big Null und das war's. So, hier muss auf jeden Fall irgendwie so eine Statue of Liberty hin. So am Mülldistrikt da unten. Ja, ja. Hier sowas. Klatsch einfach mal hin. Ich finde, das passt hier voll zum Bahnhof. Bam, so, klatsch mal sowas hin. So, bam, so dickes Ding. Oh, das hat gar keinen Strom. Super. Zack, sofort hat Strom. So, Besucher letzte Woche. Du hast letzte... Oh, hier fehlen auch die Busse und so. Busanbindungen. Ganz wichtig. Die Bus-Connections. Ja. Hier muss auf jeden Fall so ein Wohngebiet sein. Und hier soll auf jeden Fall ein neuer Shop-District sein hier. Auf der einen Seite Wohngebiete, auf der anderen Seite Shop-District. Super Idee. So, und hier sollen so Shop-District. Hier sollen so Shops sein. Ja, komm. District in District verbunden. Also ein District hat dann beides. Das einzige District oder der einzige District, der beides hat. Shops und Wohngebiete. So, sollte fürs erste reichen. Oh, kein Strom. Super. I like this. So, Strom. Habt ihr Strom? Zieht bloß ein. Einfach einziehen. Strom gibt es. Später reiße ich die Strommasten ab. Okay, also hier müssen auf jeden Fall auch noch Shops hin. Weil das ist hier Touristen so. Touristen so, ihr kennt doch so. Ja, und so. Hier nochmal da und da. Oh. Das geht ein bisschen zu tief. Oh, zu tief eingeführt. Ja. Ja. Ich beende lieber das Thema hier so. So, okay. Hier müssen auch nochmal Shops hin. Da auch. Überall Shops und hier paar Gebiete. Okay. Oh, das sieht gut aus. Okay, die Connection braucht man hier nicht mehr. Zack. Super. Das sieht schon mal sehr schön aus. Hier fehlt aber noch was. Boah, da kommen jetzt super viele Autos langsam. Hier fehlt auf jeden Fall eine Anbindung. Bus und so. Ihr wisst doch so. Ihr und so. Ich brauche mir hier so... Wie sieht es mit dem Busdepot aus? Mit der Auslastung der Busdepots? Wird da so ein Bling? 1,8. Okay. Also nicht so eine hohe Busdepot-Auslastung. Wie sieht es eigentlich mit den Verkehrsmitteln aus? Okay, mit dem Bus fahren auch mehr Leute jetzt. Mit dem Zug. 22 pro Woche. Yay! Die ersten Leute. Zivilisten, meinte ich. Fahren mit dem Zug. Also nicht nur Güter, sondern auch Leute und so weiter und so fort. So viele fahren jetzt hier. Ich denke, weniger fahren mit... Wow! Da. Ich denke ja, weniger fahren jetzt mit der U-Bahn. Weniger Leute. So, Ashlyn Clark. Die Vogelsang-Residenz. Oberschule. Oh, Oberschüler in Oberschule. Ha! Sehr schlau. Oberschüler in Oberschule. Geht nach Grundschule.
Oberschüler, geht auf Grundschule und geht zur Grundschule. Zur Oberschule und geht zur Grundschule. Sehr schlau, sehr schlau. Sehr schlau. Also die Logik im Spiel, die ist einfach hier am höchsten Grad. Oh, verschwunden. Oh, okay. Vielleicht holt sie auch ihre Tochter ab. Mal mit... Bug? Ach, die hat sich teleportiert. Oh, hallo Ashley Clark, du bist ja jetzt schon zu Hause. Oh, ist ja interessant. Ah, gebildeter Jugendlicher. Ah, ja, ist ja heutzutage nichts Neues. Jugendliche haben auch mit, keine Ahnung, mit 16, 15, 14 Kinder. Ne, Standard hier heutzutage in unserer Gesellschaft, ja. Wird ja langsam immer Standard und mehr Standard. Was ich eigentlich nicht für ganz toll finde. Egal, so. Oh, hier sind schon die ersten Einkaufszentren. Ja. So, nenne ich mal das Dildo-Shop. Hab einfach mal Bock, sowas zu nennen. So, Dildo-Shop, ja. Muss es ja auch noch geben. Da, guck mal, da ist eine da. Sieht nach so einer, ja, Asiatin aus. Zwei gleiche. Hier steht irgendwie auf Englisch. Und da ist eine Asiatin. Super, super, super. Ja, ist auch klar. Oh, was steht denn an der Seite? Asiatisch? Nein, da steht Andys, bla bla bla. So, egal, weniger da machen. Aber ich habe auch nichts zu machen. Nix wächst. Nee, niemand will was. Das ist das Problem. Oh, die Staus werden immer größer. Oh. Die Staus werden immer größer. Es gibt immer noch keine Arbeiter. Ja, wie kostet... Oh, $5 pro Dingens. Abgegrenzte Gebäude, ja. Oh, shit. Alles ist verlassen. Alles ist verlassen. Wie sieht's eigentlich mit dem Öl aus? Mit dem Ölvorkommen? Sinken die denn? Ja, in der Tat. Alter, alles ausgepumpt. Ich denke, da ist schon alles ausgepumpt. Kein Öl mehr. Hier gibt's noch mal ein bisschen Öl, aber da gibt's kein Öl mehr. Oh. Das ist nicht sehr schön. Voll doof, dass das Öl irgendwie zu Ende geht, dann muss man alles verlagern und so weiter und so fort. Halala. Das ist immer doof. So, ich muss weiter warten. Ich kann eh nichts gerade machen. So, wie viele Touristen sind da? Wow, 2 letzte Woche! Da muss ich mir einfach klatschen. Ich weiß nicht, ob ihr das Klatschen hört. Wow, ich bin einfach nur hier. Wow. Also, der Bahnhof hier hat sich wirklich gelohnt. 26 Passagiere! Wow, letzte Woche! Wow! Und davon sind bestimmt 2 nur zur Freistadt gegangen oder sogar gar keiner. Die Leute, die hier immer gewohnt haben, sind dorthin gegangen. Oh mein Gott. Oh, yo. Ja, ist halt ein bisschen blöd hier. Also, niemand fährt auf jeden Fall nach unten. Da will irgendwie niemand hinfahren. Der kommt an und fährt wieder in Janne, von wo er hergekommen ist. Ach, ein Besucher letzte Woche. Super, hat sich auch wirklich gelohnt, das zu bauen. Wow, 3200 pro Woche muss ich dem zahlen. Unterhalt. Und bringen tut das nix. Ja. Also hier baut es langsam auf, hier der District 9. Ja, das ist schon mal gut. Okay, ich mach mal kurz hier noch ein paar Straßen bauen. Straße. Also Leute, die hier wohnen werden das auf jeden Fall nicht sehr schön haben. Hier ist auf jeden Fall so eine Zuglinie und so weiter. Ah ne, hier werden Shops sein. Trotzdem will man nicht an der Zuglinie einkaufen. Ja, denke ich auch mal. Ich baue mir das so nach oben. So, nach oben. Jetzt nach oben. Ja. So, hier geht's nach unten. Nein, so. Wie mache ich das? Ich mache es einfach von dort oben. Nein. Nein. Nee. Ja, das will mich verarschen wieder mal. Boah, das Game verarscht nicht. Nein. Ah, da ist eine Straße. Ups, kein Wunder, dass es nicht ging. Okay. So. So ist es so. Besser aus, dann geht's nach unten. Na, connect. Okay. Da müssen dann alles so Gebiete ausgewiesen werden. So Shopgebiete, dicke Shopgebiete. Zack. Also, ich wollte eigentlich Gebiet, Wohngebiet, Gebiet, Industriegebiet, Gebiet, Shopgebiet, also District machen. Aber das wird so ein District, der beides haben wird: Shopgebiet und Wohngebiet. Also, nach da geht Wohngebiet, nach links hier ist ein bisschen Shopgebiet.
wegen den Touristen und so weiter und so fort. Also hier wird alles langsam belebter. Das ist gut. Das ist sehr schön und fein. Ja, die Level steigen. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ich habe gerade Wind gehört. Nein, er war noch nur ein... Ein Versehen. Weiß ich nicht. So. Oh, ja, Metropole mit... Hatte ich nicht schon 65.000 Leute, keine Ahnung. Metropole, Metropole, reichen seine Bevölkerung von 65.000. So, neue Gebiete, 2x2 Kilometer, das ist sehr schön. Neue Dienstleistungen, Flugzeug, neue Gebäude, Flughafen, das wäre ganz schön, das könnte ich auch noch bauen. Einzigartige Gebäude. Ja, Stadt produziert insgesamt 5.000 Einheiten Waren, Anforderungen 15.000 Kinder in Grundschulen, oh. Brandenburger Tor kann ich auch noch bauen. Ah, diese ganzen Dinger. Ah, da muss man noch was erledigen. Industriegebiet mit 30.000 Quadraten gebaut. Oh shit. 15.000 Kinder in. Okay, füllen Sie 7 Instanzen von Friedhöfen. Oh mein Gott, Grand Central Terminal, nö, kein Bock. Also die besten Freiheitsstatue und Brandenburger Tor gibt's. Ah, Eiffelturm wäre noch cool. Aber so viel Industriegebiet. Vielleicht irgendwann mal. So, ja. Okay. Flughafen, wie sieht es denn aus? Hallo, hallo, hallo. Oh, der ist aber ein bisschen groß. So, außerhalb der Stadtgrenzen. Gefälle zu steil, Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Wow, alles negativ, alles so negative Sachen. Gefälle zu steil, aha. Ist denn Gefälle? Keine Ahnung. Okay. Also, ich würde gerne die Stadt hier irgendwie so nach rechts, hier so ein Quadrat. Ach, shit. Ich brauche so zwischen zwei Quadraten, ist klar. Ist klar, ja, ja. Also, wo soll denn der Flughafen hin? Hier oben vielleicht, hier so oben. Aber nee, der soll hier hin. Ich wollte ihn hier hin klatschen. Doof. Doof. Also, hier muss auf jeden Fall weiter vergrößert werden. Aber ich baue hier genau mitten zwischen zwei Quadraten. Ich denke, ich baue das nach da. Also, hier. Den Quadrat kaufe ich mir hier. Kann ich nach da weiter ausbauen. Da ist auch so eine Autobahn da oben. Ja, ja. Ich denke, ich baue das nach hier. So. Ich kaufe den Quadrat hier. So. Zack. 20.000. Geeignetes Baugebiet. 93%. Sehr schön. Ja, komm. 20.000. 4,8 Millionen. Komm. Kachinka. So. Okay. Schade, dass ich die Straße nicht weiterbauen kann. Aber die kann ich weiterbauen. Das ist schon mal gut. Und hier soll auf jeden Fall ein Flughafen hin. Flughafen. Ah ja, und da ist sofort Autobahn. Oh, das ist sehr fein. Von beiden Seiten Autobahn. Ich muss dann hier noch so eine Autobahnanbindung hinbauen. Hopp, 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 komm. Ja, ja so, hier ist noch so eine Autobahnanbindung und Flughafen. Wie groß bist du denn? So, Gefälle zu steil. Was für Gefälle zu steil? Hier kann ich noch einen Flughafen platzieren. Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Oh. Mhm. Okay, ich baue mal das kurz hin. Ich check das mal kurz. So. Wenn ich das so baue. So, jetzt check ich mal, wo ich den Flughafen hinklatschen kann. So, okay. Hier kann ich den Flughafen hinklatschen. Ich denke, das mache ich auch. Da müsste ich dann U-Bahn und so hinbauen. Ich denke, das mache ich auch. So ein Flughafen wäre gar nicht mal so schlecht. Aber der ist irgendwie ein bisschen kleiner Flughafen. Irgendwie so ein Piss-Flughafen ist das. Kommt mir so vor. Hm. Ja, komm. Zack, Flughafen. Yeah, 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 yeah. Wollte ich einfach mal unbedingt hinbauen. Oh mein Gott. Ich muss mal so eine Stromleitung da hinbauen. Da kommt noch so Wasser. Zack. Das ist ja dann connected. Zack. Connection. Das kommt dann von unten. Ich kann die Map nicht weiter unten bewegen. Wie doof ist das denn? Ach, da habe ich keine Connection mehr. Ach, das Gebiet gehört mir ja gar nicht. Oh, das ist doof. Das ist richtig doof. Zack, so. Nach oben. Komm. Oben. Nein, von dort. So. Immer noch kein Wasser. Jetzt aber. Wasser. Hier nochmal. Zack. Hier bei Wasserleitungen. So. Hier nochmal eine letzte Wasserleitung. So. Eigentlich ist die Aufnahme schon zu Ende. Aber der Flughafen da auch. Das sieht so cool aus. Hier so Flughafen. Zwar fliegt noch niemand, aber das kommt noch alles. So. Bedient Passagiere letzte Woche 0. Über den Flughafen besuchen und verlassen Passagiere die Stadt.
Aha. Mhm, sehr fein. Was heißt das denn hier? Oh, bedient Passagiere 47, das werden immer mehr und mehr. Hier die Gebiete, die Shopgebiete werden immer größer. Hier die Shopgebiete, die wollen sich irgendwie nicht vergrößern. Hm. Oh, hier fehlt ja eine Feuerwehr und so alles weiter. Habe ich auch ganz vergessen. Mache ich aber alles in der nächsten Aufnahme. Also auf jeden Fall hier so ein District 9 begonnen und so. Das ist so ein Touristen-District mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Hier so ein kleines Wohngebiet. Hier soll so ein kleines Wohngebiet hin. Hier, aber und alles andere sollen hier so Shops sein. Hier so bald Shops. Talala. Den Quadrat brauche ich. Den hier. Den unteren noch. Jetzt muss ich warten, bis ich keine Ahnung 90.000 Einwohner habe. Was weiß ich. So. Egal. Nach oben vergrößern, da Industrie und so. Aber das kommt alles später. So, auf jeden Fall. Das sieht doch schon mal ganz schön aus. Also 66.000 Einwohner. Ich denke, ich habe mit 67.000 angefangen. Nicht wirklich viele dazu bekommen, sondern verloren. Oder mit 64.000. Ist aber auch jetzt egal. Oh, scheiße, die ganze Kacke fließt runter. Egal, so, auf jeden Fall. Das Spiel macht süchtig. Ich will weiterspielen, aber die Aufnahme ist schon zu Ende, weil ich immer nur eine Stunde aufnehme. Auf jeden Fall mit diesen Worten beende ich dann auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss!